Richtung, der zweite in eine andere leiten, bis der Körper in einen Graben fällt und sich das Genick bricht. So können auch zwei konkurrierende Gedanken nicht im Geist eines Mannes verweilen, da er sonst zu Willen schwach und zum Opfer der Ketzerei wird. Auszug aus einem Lehrbuch eines Hundestrainers. In jedem Wurf gibt es vielleicht vier brauchbare Welten. Die kleinsten ertränken wie jedes Mal. Die übrigen bleiben etwa 3 Monate bei ihrer Mutter, bevor wir mit dem Training beginnen. Zuerst ist es einfach, Stöckchen holen, auf Kommando sitzen, nur draußen das Bein heben und so weiter. Aber wenn sie 8 Monate alt sind, schicken wir sie auf die Jagd nach parfümierten Puppen im Wald, lassen sie Wildschweine auf Befehl töten oder sich in den gepolsterten Arm eines Trainers verbeißen. Nach dem ersten Jahr geben wir den Hunden, die alles gelernt haben, an die Aufseher und erschießen die anderen. Wir sehen sie nie wieder. Bis auf das eine Mal. Ich gehe den Clevering Boulevard runter, ein Aufseher kommt mir entgegen und predigt über die Litanei der weißen Klippe und die Sünde der Hexerei. Und was macht sein Hund? Er jault und wedelt mit dem Schwanz. Da wusste ich, das ist einer von meinen Jungs, den ich ausgebildet habe. Mal kurz. Alter Schwede. Uiuiuiui. Okay, ich hätte ihn vielleicht am Leben lassen sollen. Ich bezweifle, dass ich es mit den Hunden aufnehmen kann. Oder dass sie zumindest ziemlich nervig sein werden. Ruft, wenn ihr ihn seht. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Boah, hier auf dem Vorsprung. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Wo ist er? Nee, das geht nicht. Ich finde dich. Hierher! Press eine Granate. Alter, scheiß Dreckshund. Oh, fuck. Fuck. Scheiße. Schieb ab, du Drecksköter. Alter. Was für ein unübersichtlicher Kampf das ist. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Alter, den hat sie Beine weggerissen, ey. Beuteversteck. Oliver, ich habe unsere gesammelte Beute im Verbrennungsraum versteckt. Sie befindet sich unter den toten Hunden, wo niemand danach sucht. Und wo sie niemand finden wird. Sieh unter den Geboten nach, um die Kombination für unsere Tür herauszufinden. Lügende Zungen, wandernder Blick, irrender Geist. Ich denke, dass du gläubig und schlau genug bist, das Rätsel zu lösen. Ja, lügende Zunge war, glaube ich, der zweite Gebot. Wandernder Blick, irrender Geist. Ich weiß nicht, welche das waren. Ach, und nämlich vor den Ratten in Acht. Sie werden immer mehr, seit der alte Finn vergisst, die Hundekadaver zu verbrennen. Lügende Zunge, wandernder Blick, irrender Geist. Lügende Zunge, wandernder Blick, irrender Geist. Lügende Zunge, wandernder Blick, irrender Geist. Kranker Hund.
Cassius ist krank. Ich besorge gerade Medizin für den Hund. Öffnen Sie in der Zwischenzeit nicht seinen Käfig. Er neigt zu Gewaltausbrüchen und würde dadurch die anderen auf sie ein Gebäude gefährden. Ja, okay. Hätte ich ihn befreit. Okay. Fingeröffner. Ah, okay. Alles klar. Nicht diesen Hebel betätigen. Es ist von großer Wichtigkeit, dass Sie den Käfig nicht ohne meine Zustimmung öffnen. Ist krank und ziemlich temperamentvoll. Sollte sein Käfig geöffnet werden... Okay. Gut. Seiner ist, glaube ich, E, F... Würde ich jetzt mal behaupten. D. Okay. Hound Cage Release. Okay. Achso. Gut. F kann ich ja noch öffnen. Die sieben Gebote. Schön, dass sie hier sind. Lügende Zunge. Wandernder Blick. Scheiße. Muss ich kurz nachgucken, was das war. Sind ja hier Notizen drin. Beute versteckt. Lügende Zunge, wandernder Blick, irrender Geist. Lügende Zunge, wandernder Blick, irrender Geist. Lügende Zunge, 2, wandernder Blick, 1, irrender Geist, 2, 1, 7. Hallo? Danke. Oh Gott! Nein, 217. Kann ich mir merken. Sollte ich mir merken können. Ja, leck. Neue Datei wahrscheinlich. Hier könnte ich, wenn ich eine Ratte kontrollieren würde, durch. Wahrscheinlich. Oder so. Sieben. Drecksratte! Verrecke! Ah, lecker! Schön durch die Leichen hier stapfen. Ja, würde ich mal sagen, wird alles mitgenommen hier, ne? Alter Schwede, das wäre ja gar nicht mal so wenig. Hier kann ich nichts mehr machen und ansonsten... Hier gibt es auch keine Rune. Auf die eine sei jetzt mal geschissen. Auf die eine Rune. So, mal wieder Leben ein bisschen auffüllen. Das war ja eben ein ziemlich teurer und ziemlich dämlicher Kampf. Alter, das ist ja abartig. Geil. Ah, ne. Weg. Schieb ab. Alles klar, hier bin ich wieder am Anfang. Gut. A, B, C, D. Gut. Ändert hier auch nichts. Das heißt... Ich muss hier lang weiter. Ja. Leck. Gut. Achtung, Büro des Oberaufsehers. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Hier gab es keine Runen mehr, doch die eine da hinten, ne? Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Ach Mann, immer noch die eine Rune da hinten. Es regt mich voll auf. Eindringlinge auf der Stelle. Ich weiß, dass du hier bist. Oh, verdammt. Der ist mir etwas zu nahe.
Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Zack, 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 zack. Weil da geht's durch die Tunnel hier. Und kommen wir hier raus. Ach ja. Genau. Wieder kein Ton gerade. Nachtsicht ist voll geil, das bleibt voll lange aktiv. So, jetzt sind wir zumindest schon mal hier. Wanted. Corvo Atano. Ah, so sehen wir eigentlich aus. Och Mann. Jetzt verarsch mich doch nicht. Wieso muss ich denn jetzt dahin? Kriegsmedaille, der irgendwas. Eine Kriegsmedaille. Ja, damit. Nein. So. Meins. Gesundheitselixier habe ich auch voll. Diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Ich überlege gerade nochmal, ob man nicht irgendwie doch noch. Da drunter ist das irgendwo, aber der Gang führt nicht weit genug. Und einen anderen Weg nach unten kenne ich jetzt nicht. Bin ich jetzt einfach nur blöd oder? Scheiße, eine Rune schon nicht gefunden. Ja, ist ja gut. Und irgendwas drin? Nee. Aber da drin kann man sich sicher ganz gut verstecken. So, okay. Das hätten wir dann. Schnapp ich mir den mal, lad ihn noch kurz da ab und futter noch kurz was. Und dann ab in den Hinterhof. Das hätte ich auch schon vom Haus, glaube ich, aus machen können. Vielleicht kann ich jetzt ja die Rune mir holen. Wer weiß. Werde ich sehen. Oberhausen. Ja, das kennen wir alle schon. So, Rune, zeig mir an. Nur weil du ihr Bruder bist. Sie wird brennen. Alle Hexen müssen brennen. Berthold, hilf mir! Ich schwöre, ich habe nichts Falsches getan. Warum dir kalt ist, kann ich dir nicht sagen. Zunge, du schändliche Hexe. Hierher! Irgendwer!